ein bisschen was dazu, weil es ist ja hinter uns befindlich, warum sollen wir das nicht nutzen? Zum Beispiel, Peter, was kannst du erzählen zu der beaten Usergruppe Carmen? Unser Fachgebiet. Ja, wir dachten, wir sind schon drin, aber damals, hast du ja, war es immer modern oder akustisch-mäßig auch angesagt. Das. Danke. Dass wir eine Frau auf der Bühne hätten haben sollen müssen. Und dann dachten wir, okay, wir schicken unseren Rodi los von Großenkirchen nach Oldenburg zur BKA der Use, so eine aufblasbare Gummipuppe zu organisieren. Ja, und dann kam er mit Erfolg zurück, unaufgeblasen, und die Puppe. Und dann hat er die aufgeblasen, und dann war sie aufgeblasen und war wirklich, es sah für mich oder für uns sehr komisch aus. Vielleicht kennt ihr die Barbie-Ding und guck mal, meldet sich da gar nicht. Und die hatten immer so ein großes Maul im Video. Zwei Leute, die Leute haben das Ergebnis schon gehört. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn mit auf Tour genommen. War auch sehr witzig am Anfang. Während der Tour da waren wir richtig drei Monate richtig auf Tour. Und wir mussten jetzt mal entblasen werden, die Puppe. Und irgendwie nach dem 20. oder 30. Gig in Deutschland war irgendwie die Luft raus. Also ich dachte mir auch, Stefan auch, also jeder Wasserball hält länger. Auf jeden Fall haben wir das Gerippe dann nochmal losgehangen und dann haben wir unsere Zeit auch mit dieser legendären Schallplattenagentur auch zu Ende. Und Carmen, ich glaube Carmen ist sie, ja, sie kann nicht mehr antworten, weil die Luft raus war. Aber ich dachte mir schon, jetzt wird es aber Zeit, mal von dieser Dame Abschied zu nehmen. Und dann ging ja auch schon unsere Festivaltour Anfang Juni, ging es auch schon los. Und dann kam, weil die letzten Leute, die uns sehen konnten, die waren 30, 40 Meter hoch, die hätten schon Oberplatz gehabt müssen, um das Bühnending überhaupt einzufangen. Das heißt, Carmen war entlassen. Ja, selber mit diesen Bussen. Das war das Einzige, was wir so gemacht haben von hier. Ja, damals war Carmen arbeitslos. Ja, ich denke, dass diese Geschichte.